Wo sind denn alle? Vielleicht sind sie einfach nur im Büro. Vielleicht sind sie auch irgendwo unterwegs. Vielleicht sitzen sie auch irgendwo in einem Café. Vielleicht sitzen sie aber auch einfach ganz einfach zu Hause auf dem Sofa. Es ist nämlich für Lehrende gar nicht so einfach, sich mal ein bisschen Zeit freizuschaufeln für die eigene Weiterbildung. Und entsprechend schwierig ist es auch, mehrere von ihnen unter einen Hut zu bekommen an einem bestimmten Termin. Was liegt da näher, als mit einem Online-Angebot mehr Flexibilität zu schaffen? Und genau das habe ich vor. Ich möchte einen Online-Kurs entwickeln, mit dem jeder Interessierte einen ganz einfachen Einblick in die Hochschuldidaktik bekommen kann, über Videos, über Texte, über Übungen und was mir sonst noch so einfällt. Und alles natürlich unter freier Lizenz. Damit geht dann zwar immer noch nicht alles, was in Präsenzveranstaltungen möglich ist, aber doch mehr als man denkt. So ein Online-Kurs hätte aber noch mindestens drei weitere Vorteile. Der erste liegt auf der Hand, Lehrende haben viel mehr Freiheiten, wann und wo sie lernen möchten, das liegt in der Natur von Online-Kursen. Zweitens müssen sie sich nicht mehr unbedingt outen, das ist tatsächlich in der Praxis ein Problem, dass einige davor zurückschrecken, Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil sie sich eine Blöße geben müssten. Und drittens haben die Hochschuldidaktiker mehr Zeit, sich um die schwierigen Sachen zu kümmern, weil die Standardsachen schon über den Kurs abgehakt werden können. Ja, und selbst wenn man reinen Online-Kursen als Hochschuldidaktiker vielleicht skeptisch gegenübersteht, kann man immer einzelne Baustellen rausgreifen, sie anpassen und gucken, wie man sie mit der eigenen Präsenzveranstaltung verzahnen kann. Überhaupt kein Problem, dank OER. Wenn euch die Idee gefällt, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben hier auf YouTube und über eure Stimme beim Förderaward.